Moin Moin! Dies ist ein kleines Abstimmungsvideo für KOTOR 2. Ihr seht schon hier die ganzen Charaktere. Fangen wir bei Edna an, den ihr seht. Und wundert euch nicht über den Charakter. Das ist nämlich der Spielstand, den ich auf gut durchspiele für das andere Ende. Und da gibt es halt einige Sequenzen, die man halt auf gut braucht. Und zum anderen, schon zu Beginn des Spiels entscheidet man sich halt quasi für das gute oder schlechte Ende. Leider. Naja, aber es geht. Ich habe mir die Mühe gemacht. Jetzt habe ich das schon fertig. Jetzt muss ich eigentlich nur noch entscheiden, wer mich auf meinem Let's Play-Weg begleiten wird. Etten ist entweder ein Gauner und oder auch ein Jedi. Man kann ihn zum Jedi ausbilden. Ihr seht schon, Level 50 Jedi-Wächter. Nun, wollt ihr Etten sehen, dann stimmt für ihn ab. Oder Baudur, ein Kriegsveteran und guter Freund des Hauptcharakters, der mit ihm in den Mandalorianischen Kriegen gedient hat. Mandalore! Ja, hier sieht man schon seine Gesinnung ganz schön böse und auch ein eigentlicher Bekannter, aber ich will nicht so viel verraten. Wollt ihr ihn im Team dabei haben? Natürlich auch wieder für ihn abstimmen. Oder wollt ihr diesmal mehr Droiden sehen? Wie wär's mit Goto, dem Verhördroiden? Nun, Level 6, weil ich ihn eigentlich nie gespielt habe. Er ist eigentlich so ein Kampfdroide, steht auf Töten, Zerstörung und alles Mögliche. Aber auch so mehr für das Gleichgewicht der Galaxis. Nun. Ja, die Dienerin. Ich spiele einen männlichen Hauptstadt, deswegen ist sie dabei. Im Laufe des Spiels tritt man auch auf einen Typen, der Jünger heißt. Dieser schließt sich der Gruppe an, hat man einen weiblichen Hauptcharakter. Nun, auch sie kann man zur Jedi ausbilden, genau wie Baudur. Wie gesagt, wollt ihr sie dabei haben, stimmt fleißig für sie ab. Denn ich werde weiterhin einen männlichen Char haben, das heißt, den Jünger werdet ihr vielleicht nur in der Sequenz zu Gesicht bekommen. Und hier mein Lieblingsdruide, HK-47. Wollt ihr ihn auch im zweiten Teil weiterhin mit dabei haben, mit mir Seite an Seite kämpfen sehen, stimmt für ihn ab. Sammelt fleißig Stimmen. Oder wollt ihr doch die rätselhafte Kreia mit der einen Hand haben? Sie ist sehr mysteriös, ein bisschen verborgen, aber man kann mit der Zeit des Spiels ihre eigentliche Gesinnung erkennen. Und auch das schöne Ende des Spiels überrascht ein wenig, aber doch ein bisschen mehr. Naja, wollt ihr Kreia sehen? Stimmt für sie ab. Ansonsten haben wir hier Mira leider nicht im Angebot, dafür einen Wookie, Hanra, der leider nicht zum Jedi ausgebildet kann, so wie Mira. Und ich habe es auch selber nicht gemacht, weil ich es irgendwie vergessen habe, wie man sie ausbildet. Egal. Wie gesagt, Mira kann man freischalten, wenn man einen guten Charakter spielt und Hanra, wenn man böse spielt. Na, ich böse spielen werde, wird hier halt statt Mira ein Wookie stehen. So. Der kleine R2D2-Verschnitt TM. T3M4. Wollt ihr ihn dabei haben? Dann stimmt für ihn natürlich ab. Ich bin gespannt, ob das diesmal eine komplette Druidenrunde wird. Wer weiß. Oder wollt ihr doch die Jedi-Wächterin Visas, die Miraluka, haben? Mit ihrer seltenen Gabe der Machtsicht. Nun, sie stößt eigentlich dazu, sobald man 25% entweder zur dunklen oder zur hellen Seite tendiert. Und wenn man dann einfach zu M. Hawk geht, taucht sie auf einmal auf und man darf sich mit ihr battlen und sie schließt sich der Gruppe an. Also, wen wollt ihr sehen? Edmund Gauner, Baudur den Veteran, Mandalore den König der Mandalorianer quasi, Goto den Expertenverhördruiden, die Dienerin oder doch den coolen Kampfdruiden HK-47? Wie wär's mit Visas? Sie hat Kreia, sie hat auch einiges auf dem Kasten. Oder den Wookie Hanha. Vielleicht, weil er ist ein bisschen anders als, ich weiß nicht, wie er es nochmal Zahl war. Ein bisschen bösartiger, ein bisschen brutaler. Oder doch so einen kleinen Astromech-Droiden im Team. Wer weiß, was der Kleine alles reißen kann. Oder doch die Miraluka. Stimmt ab, der Link ist in der Beschreibung. Und ich werde circa 3 Tage vor dem Start, ja, ich weiß nicht wann, wann die Abstimmung geschlossen wird, kommt darauf an, wann ich mein erstes Video aufnehme. Ich werde euch zeitlich Bescheid geben und auch sagen, wer mich begleiten wird. Und ich werde versuchen, auch diese Leute schnellstmöglich zu holen.
Tja, das war's dann hier von diesem kleinen Abstimmungsvideo. Wir sehen uns bald in Knights of the Old Republic 2. Den ersten Teil habe ich schon quasi komplett fertig aufgenommen. Die Dateien müssen nur noch gerendert werden. Und dann kann der Spaß auch bald beginnen. Na dann, möge die Macht mit euch sein und tschö mit Ö.